Nein! Komm schon. Hallo, hattest du mich extra für eine Mission angefordert? Hallo? Ah. Du bist also Naruto Uzumaki. Und, was soll ich tun? Was immer es ist, ich werde damit fertig. Ich will, dass du dich dort mit einer ganz bestimmten Person triffst. Einer bestimmten Person? Ach, ich kann dir keinen Namen nennen. Du musst einfach nur dahin gehen. Naja, gut, wenn du meinst, dann leg ich gleich mal los. Warte einen Augenblick. Wo hab ich das denn? Wo ist das denn jetzt nur? Wenn du dahin gehst, wirst du ein paar Ninja sehen, die nach diesem Gewiss jemand... was haben die nochmal getan? Ich glaube, such war das. Misch dich nicht ein. Das könnte sonst böse enden ausgehen. Was? Willst du etwa Ärger machen? Nein, diese ganz bestimmte Person möchte dich einfach nur ungestört treffen. Das wird ja immer verrückter, aber was soll's? Ich soll ja also den Ninja in den Wald aus dem Weg gehen, kapiert? Einer dieser Ninja steht allerdings auf meiner Seite. Deine Aufgabe ist es, diesen einen zu finden und ihm die Parole zu sagen. Ehrlich? Das soll doch wohl jetzt ein Scherz sein. Mein Verbündeter trägt für gewöhnlich eine dunkle Brille. Du solltest ihn schon von Weitem erkennen können. Eine dunkle Brille, eine schwarze Brille. Aha. Wenn du ihm sprichst, wenn du mit ihm sprichst, verdammte Scheiße, wann kann ich die einfach nicht auszudienen? Frage dich nach der Parole. Antworte mit Früchte der Wüste. Gesammelt im Wind einer Wüstenrose. Dann und nur dann führt er dich zu demjenigen, der dich treffen möchte. Ist irgendwas? Erzähl mir nicht, du hast eine so einfache Parole schon wieder vergessen. Im Leben nicht. Ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein richtig großer Erinnerungskünstler. Wie auch immer. Ich erledige das alles und treffe die bestimmte Person, von der du erzählt hast. Du wirst schon sehen. Das ist meine Mission, das Raum ist. Ich werde sie schaffen. Das glauben wir alle, Naruto. Du bist schon eine coole Drecksau. Aha, das sind ja die Ninja, von denen die Frau gesprochen hat. Mal sehen, die Frau hat gesagt, ein bestimmter Ninja würde mich nach einer Parole fragen. Dann fange ich wohl lieber an, diesen Ninja zu suchen. Gerne doch, aber wir haben hier etwas Bestimmtes. Verfluchte Puppen. Ich hab dich gefunden, du lausige Kopie. Willst du neutralisieren? Ja, möchte ich. Du wirst mir nicht entkommen. Ich werde dich gleich jetzt erledigen. Ich möchte noch andere Mitglieder. Was zum Fick? Muss ich alleine gegen die kämpfen? Da könnte ich mal ausruhen oder so. Egal, kämpfe ich auch alleine gegen die. Sai und Lee. Also gegen Lee hätte ich ein größeres Problem gehabt, aber dadurch, dass es nur Sai ist, ist schon komisch, dass man vor einem Schüler mehr Angst hat als vor dem Sensei. Naja. Was regelt Zugeschwindigkeit? Der Feind nicht Hilfeanzeige wächst plus 10. Feind benutzt laufend Hilfe. Na, großes Kino. Hast du gerade meinen Rasengan aufgehalten? Komm jetzt her und hör auf, dich zu wehren. Tut auch nur ein ganz kleines bisschen weh. Komm! Nein, komm! Weich aus! Ey, Sai hat so lange lahmarschige Angriffe, die muss doch irgendwie ausweichen können. Alter, du hast gerade keine Schläge bekommen.
Da, da, wieder ein Moment, es waren 5000 Momente. Alter! Ey! Fick dich! Boah, ich kann nichts machen, Alter! Alter, willst du mich verarschen? Wiederholen! Ich kann aber auch keine Hilfe dazu kriegen, das ist doch scheiße, Alter. Okay, ich hab's eben gerade ein bisschen übertrieben anscheinend mit dem mit der Aussage. Ja, ist ja kein großes Problem. Feind benutzt dauernd Hilfe. Beginnen wir mal direkt mit einem Rasengan. Und direkt noch mit einem Rasengan. Ja, natürlich hat er jetzt schon! Fick you! Sie verarschen jetzt. Ey, du kannst kaum was machen, Digga. Ich würde ja auch am liebsten mal gerne Hilfe dabei haben, aber ich darf ja nicht. Sofort wieder weg damit. Hier, Stärkepillen. Willst du mich jetzt verarschen? Gut, wie der Ausweis. Das ist echt genial. Das ist am besten so. Wenn du dich die ganze Zeit treffen lässt, machst du den wenigsten Schaden und so. Wirklich, du kannst nichts machen. Ich kann nichts machen, Leute. Jetzt komm halt. Alter Schwede, was soll der Müll? Warum kann ich keine Figuren dazu kriegen? Warum kriege ich keine Hilfe? Ich müsste doch aussuchen können von den tausenden von Leuten, die da in Konoha rumgammeln. Müsste ich doch welche zur Mission mitnehmen können. Verpiss dich jetzt! Am besten wir nehmen mal hier von diesem hier. Und direkt wieder noch einen hinterher. Und noch einen hinterher. Ich meine, das ist richtig, richtig mies. Richtig schön langweilig mache ich das jetzt. Oh, erstmal ausgewichen, ich werd kirre. Boom! So, jetzt wieder so aufladen mal gerade. Kann nicht ausweichen. Komm her. Nicht ausweichen. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann so viel Verteidigung drücken, wie ich will. Ey, es gibt's doch nicht. Er macht nichts. Ich verteidige mich. Ich greife an, der macht oben plötzlich was und knallt mich schneller weg. Ich kann nichts machen, Leute. Boah! Jetzt habe ich ihn. Ja, aber wieso kann ich keine Figur dazu kriegen? Warum kann ich keine Hilfe dabei haben? Warum muss ich ganz alleine kämpfen? 1%! Infokarte Nummer 98, 790.000 Sturmpunkte erreichen, in der Infokarte erhalten. Eieieiei. Ausweichen, durchtauschen. Ja, habe ich ganz versucht, du Affe.
Nicht gemacht. Verdammte Scheiße da. Ich wollte doch jemanden mitnehmen, aber ich konnte keine mitnehmen. Ich konnte keine Teammitglieder mitnehmen. So ein Rotz. Ja, was die Puppen, ey. Warum kann ich jetzt davon keinen auswählen und sagen, Pusmob, Kollege, brauch dich. So bescheuert, ey. So, hier. Nee, Erstklassiger. Brauch ich jetzt. Den Sonntag komplett. Ja, so eine Scheiße, Alter. So, mit einer dunklen Brille. Was, wenn ich den anspreche? Oh je, wo ist der hin? Hä? Hey, Kleiner, du hast hier nichts verloren. Warum verziehst du dich nicht einfach anderswohin? Was? Hey, stopp! Was ist nur los? Da braucht es schon mehr, um mich aufzuhalten. Ich laufe einfach an ihm vorbei. Ich bin so clever. Okay, mit einer dunklen Brille. Wer nix hat, dunkle Brille. Alles klar, das mache ich doch glatt. Da erkenne ich nichts an dunkle Brille. Daher begeben wir uns jetzt mal weiter. Er scheint auch keine dunkle Brille zu haben. Ah, leck mich am Arsch! Ich will doch nur speichern. Oh, jetzt kann ich da nicht speichern. Leck mich am Arsch. Dann müssen wir es so machen. Okay. Den Weg dahin, dann müssen wir die drei auch noch fertig machen. Geht nicht anders. Na los, kommt her. Das sind Kopien. Ja, ich besiege die jetzt. Wieso kann ich keine andere Hilfe frei? Das ist doch dabei. Mann, keine Hilfe, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ja, fick dich. Gegen Kiba, natürlich gegen die scheiß beschissensten, Alter. Gegen den beschissensten muss ich natürlich antreten. Ah, Kiba ist faustdick hinter den Ohren. Das ist das Problem dabei. Verdammte Hacke. Ja. Bam! Scheiße, bin ich jetzt nicht voll reingelaufen. So, erstmal ein bisschen auf Distanz mal kriegen. Ja, genau, das solltest du nicht machen. Das solltest du machen, genau. So, den konnten wir ein bisschen mal wegbringen dort. Das ist ganz gut. Fuck it, das haben sie natürlich dazu zu... Bam! Ist mir scheißegal, was du jetzt aktiviert hast! Na los, komm! Jetzt beenden wir es, ja! Das haben wir zum Glück noch schnell jetzt erledigen können. Plus 5, Feind benutzt häufig ultimatives Jutsu. Bin ich froh, dass ich das nicht häufiger abbekommen habe. 41, 57, 1970, 2300. Maskierter, 795.000 Sturmpunkte erreicht. Alter Schwede.
Pros und Kontras des Erwachen. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg zu der merkwürdigen Mission. Irgendwer wird uns treffen, irgendeinem müssen wir eine Parole geben, irgendeiner wird uns heute noch einblasen. Dreimal. Verfluchte Puppen erfolgreich eingesammelt. Items. Da reicht die hochwertige. Und noch die normale Wundsalbe nochmal kurz hinterher. Man weiß ja nie. Und weiter geht's. Ah, schwarze Brille. Oh hey. Ich wette, dieser Typ ist der Ninja mit der dunklen Brille, von dem die alte Dame gesprochen hat. Halt! Keinen Schritt weiter! Nimm mir erst die Parole. Haha! Die Parole, bitte sehr! Bitte gleich! Also rück schon raus damit. Früchte der Wüste. Und dann... Oh, scheiße! Gesammelt im Wind. Und zuletzt eine Wüstenrose. Was sagst du dazu? Ah, das war korrekt. Alles klar. Du bist also Naruto Uzumaki. Ja! Komm mit, da will ich jemanden treffen. Er wartet da vorne. Wer könnte dieser jemand wohl sein? Ich bin gespannt. Wer könnte mich wohl treffen wollen? Ganz schön lange her, Naruto. Gaara? Was machst du denn hier? Ich habe dich herrufen lassen. Mit Hilfe der Dorfbewohner. Dorfbewohner? Ach. Du meinst die alte Dame und diesen Ninja? Also was ist denn nun mit diesen Ninja, die den Wald umherstreifen? Warum müssen wir uns vor denen verstecken? Das sind Suna-Ninja, die mich zurückholen sollen. Ich hatte das Dorf verlassen, ohne ihnen Bescheid zu sagen. Jetzt suchen sie natürlich nach mir. Warum machst du das überhaupt? Was soll dieses Theater? Wenn man Kasekage ist, hat man weniger Freiheiten, als du glaubst. Aber ich wollte mich nach all der langen Zeit einfach mal wieder mit dir unterhalten. Gaara. Was zum... Ist das schon alles? Und daher habe ich unheimlich trainiert und nachdem ich wieder ins Dorf zurückgekehrt war, ich verstehe. Aber ich glaube echt, dass ich nach und nach immer stärker werde. Ich kann es langsam spüren. Und das, weißt du, das macht mich glücklich. Viel Erfahrung und Training, das wieder auf Training aufbaut. Das alles macht dich stärker. Das ist Naruto. Das ist der Naruto Uzumaki, den ich kenne. Was ist los? Was denkst du über was nach? Naruto, wie wäre es mit einem kleinen Sparring-Kampf mit mir? Hä? Habe ich mich da gerade verhört? Ich will aus erster Hand erleben, wie stark du wirklich geworden bist. Und ich habe seit der Schulenprüfung nicht mehr mit dir gekämpft. Damals waren wir Feinde. Diesmal will ich als Freund gegen dich antreten. Freund? Es ist schon komisch, dich das sagen zu hören. Haha! Aber ich wollte auch gegen dich kämpfen, nachdem du jetzt Kasekage geworden bist. Also dann nur zu. Ein Kampf gegen dich, da schlägt mein Herz vor Freude gleich doppelt so schnell. Ja, auf geht's. Wenn wir es schon machen, dann aber richtig. Verstanden. Ich werde mich ebenfalls nicht zurückhalten. Jetzt geht's los. Ein Kampf gegen...